Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Room. Ja, die letzte Folge war, wie ich schon erwähnt hatte, etwas ja schnell vorbei. Ich habe im Normalfall, als ich wirklich noch nicht wusste, was ich machen musste, habe ich ungefähr eine Stunde für die Folge gebraucht. Leider ist sie etwas kürzer gewesen, aber ab hier jetzt ist alles blind. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, was wir ab hier jetzt machen müssen. Und wir haben ja in der letzten Folge auch diesen Sternenapparat hier frei bekommen und haben eine Metallstange bekommen mit einer eine etwas merkwürdigen Symbol. Also ja, wir haben jetzt hier quasi eine Seite. Es sieht aus, wie als ob da irgendwie ein... Was? Moment. Habe ich das gerade... ja, okay, gut. Eine Art kleiner Schlüssel. Hallo. Na, das ist ja ein altes Foto. Okay, wir bekommen hier sehr viele Sachen, haben jetzt hier ein Foto bekommen. Und wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung, dass man das jetzt hier aufmachen kann. Ich habe das jetzt wirklich einfach nur spontan gedacht, ja, kann man doch mal hochziehen. Und es hat funktioniert. Okay, hier steht irgendwas. Ich habe jetzt in dem Moment natürlich keine Ahnung, was das bedeutet. Aber vielleicht funktioniert der kleine Schlüssel. Könnte der hier vielleicht? Ach cool, da funktioniert sogar. Okay, das... Ah. Aha, okay. Ich glaube, wir müssen das Okular wieder einschalten. Also ich muss schon sagen, diese Rätsel sind schon sehr komplex. Die sind schon sehr gut. Wie soll ich denn jetzt hier? Nee. So rum? Nee, Quatsch. So. Das passt auf jeden Fall. Glaube ich zumindest. Ich weiß es jetzt nicht genau. Nee. Also wir haben hier unten haben wir eine schwarze Strichelinie. Aber wir können nur das hier bewegen. Wir können das jetzt nur nach links oder rechts bewegen. Aber in welchem Augensymbol muss ich das jetzt betrachten? Beziehungsweise in welchem Augen, also in welchem Sichtblickwinkel? Okay, hier oben ist der Kreis. Ha, so. Auf jeden Fall ist das wieder dieses Sechseck. Oder Neuneck? Ne, Sechseck war es, glaube ich. So. So, nee, hä? Nee, Quatsch. Ah, hier, okay. So hier. Und dann so hier. Ne, das passt aber auch wieder nicht. Also es ist schon immer so gemacht, dass man da wirklich dreimal, viermal hingucken muss, bevor man hier überhaupt was entdeckt, was passen könnte. Weil das hier weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Wir können das jetzt hin und her drehen, wie wir wollen, aber es passiert einfach nicht. Nein, ich möchte jetzt keine Hinweise haben. Für das letzte Mal hat man auch keine gebraucht. Und ich werde Hinweise wirklich nur dann einsetzen, wenn ich, was weiß ich, wenn wir jetzt 3 Stunden an einem Rätsel hängen und nicht weiter wissen. Und ich sag mal so, 1 Stunde ist gar nichts. Deswegen... Nein, ich möchte jetzt hier hochdrehen. So. Und das hier dran. So. Also es sieht zumindest so aus, wie als ob. So. Das könnte...
Das könnte jetzt vom Augenmaß her. Vielleicht könnte das passen. Drehen, drehen, drehen. Aber man kann es ja nur hin und her schieben. Also ansonsten kann man ja damit nicht groß was anfangen. Sehr interessant. Hab mir irgendwo ein Foto. Was ist das hier nochmal? Ich guck nochmal auf das Foto. Das Foto zeigt uns jetzt aber auch nicht viel. Oh, jetzt habe ich das weggedrückt. Ja, das Foto zeigt uns jetzt allerdings auch nicht viel an. So. Nee. Man kann es ja auch nicht. Ich guck noch mal. Also man kann es nur hin und her drehen. Man kann es jetzt nicht irgendwie rausschieben oder so. Es geht wirklich nur hin und her. Hier einfach nur drehen, drehen, drehen. Weil das hier, das ist doch aber... Das sieht doch verdammt irgendwie schief aus. Ob das hier... Das passt ja nicht mit dem überein. Aber nun gut, wenn es so abgebildet ist und so sein muss, dann okay. Dann sage ich mal, gut, dann lassen wir das eben so. Sobald mir mal, Sprachfehler. Wir haben ja hier dieses Teil noch, also diese schwarzen Umrandungen. Und die müssen wir ja bestimmt irgendwie dort mit koppeln. Die Frage ist nur, wie sollen wir das von dieser Seite betrachten? Nee, dort können wir es ja auch nicht drehen. Man kann es ja wirklich nur bis hierher drehen. So. Quasi so. Und dann das so hier. Ah, hier vielleicht von oben nochmal gucken, dass wir von oben nochmal so drüber gucken. Ach, hier, guckt mal. Das ergibt jetzt Sinn, Zumindest scheint es so, als ob... Ja, genau, und dann... Nee, noch ein Stück nach oben. Also wenn ich von hier gucke, dann sieht das aus, wie als ob das Sinn ergibt. So. Ja, das ist jetzt hier mit dem quasi verbunden, aber es passt noch nicht ganz. Und andersrum geht's nicht. Wir haben jetzt, das passt auf jeden Fall. So. So, das Symbol passt. Aber das passt nicht. In welche Ausführung muss ich das denn dann hinbauen? Es kommt ja wirklich immer auf den Blickwinkel drauf an. Also das hätten wir jetzt zum Beispiel, wenn wir das so haben. Hätten wir jetzt diese Verbindung. So. Hätten wir jetzt die Verbindung. Und die würde ich ja einfach bloß hier ran... basteln. Aber es funktioniert nicht. Ja gut, das geht ja eh nicht. Wir müssen das ja wirklich schon so haben, dass das so zusammenpasst. So. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr schön, sehr schön. Haben wir da jetzt irgendwas bekommen? Ich guck mal.
Oh. Was ist das? Ein kleiner silberner Schild. Aha, okay. Wir haben einen kleinen silbernen Schild. Ja, wo soll ich den denn jetzt hin tun? Wir gucken uns mal hier oben um. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas bei den Rittern. Ich weiß es ja nicht, was es damit auf sich hat. Ah, der Typ hat eine Keule. Der hat eine Axt. Der Typ hat gar nichts. Der hat ein Schwert. Hm. Wir können ja mal probieren. Ach, krass. Und wir bekommen ein ovaler Edelstein. Oh Gott, Verzeihung. Ein ovaler Edelstein. Kann man den, ne? Ah, das sieht schon nicht schlecht aus. Kann man hier irgendwie... Ja, aber was soll ich jetzt mit dem Edelstein machen? Augenblick, ich muss mal kurz was trinken. So. Okay, also wir haben jetzt einen ovalen Edelstein. Was können wir damit machen? Hm. Ein ovaler Edelstein und ein Bild und ein... Und ein Schraubendreher. Haben wir auch noch. Hm. Kann man hier noch irgendwas? Also hier kann man noch drehen. Das bringt uns aber, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr viel. Dass wir hier noch drehen können, das... Nee, da passiert eh nicht mehr viel. Genau, hier unten vielleicht noch was. Nee. Ja, ich probiere jetzt einfach mal wieder aus, aber ich bin gerade... Oder hier vielleicht? Ach. Aha, okay. Okay, das hat gepasst. Kann ich da jetzt hier... Aha, drehen. Jetzt frage ich mich nur, wie muss ich das jetzt drehen? Was bringt mir das jetzt, wenn ich das drehe? Guck noch mal, haben wir hier vielleicht irgendwas? 6, 5? Hm. 6. Okay, jetzt hänge ich natürlich erstmal da und also das zeigt ja oft die 6, ne? Sechs und fünf. Hat das was damit zu tun? Ha. Hm. REV.6.05. Was hat das zu bedeuten? Ich guck noch mal kurz, vielleicht haben wir ja hier irgendwo noch was anderes verfügbar. Aber das sieht jetzt so auf Anhieb. Hier unten hat man auch alles gehabt, hier oben hat man auch alles gehabt. Das sieht jetzt aber nicht so aus, wie als ob hier noch irgendwas wäre. Okay, dann müssen wir doch irgendwie gucken, dass wir hier was finden. Das dreht sich komischerweise nicht mehr. Deswegen müssen wir hier irgendwie was hinbekommen. Ja, ja, die Hilfe zeigt es mir auch wieder an. Das ist immer schön, aber wie gesagt, Hilfe brauchen wir jetzt nicht. So. 6. Hm. Das ist jetzt wirklich. Mysteriös. Hm. Ich verstehe jetzt auch nicht, was die Buchstaben
REV. Also, kann man hier vielleicht... Nee, das bringt uns auch nicht weiter. Wenn wir jetzt hier irgendwie drehen würden... haben wir hier vielleicht noch... Ach, guck mal. Ja, toll. Hier sind jetzt quasi die Zeiger und wir müssen jetzt versuchen, die Zeiger in die richtige Form zu bringen. Also in die richtige Anzeige. Halt. Okay, nochmal eine Runde. Nein. Gut, da drehen wir uns jetzt nochmal hier. Nee, zurück. Wartet mal. Ah, okay, okay, okay. 5. Nochmal drehen. Ah, oh, nee, das... Ja gut, das zeigt ja in die Richtung, müssen wir es drehen. Anders geht's gar nicht. Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und damit öffnet sich nun auch endlich das dritte Schloss. Und wir können hineingucken, was sich da drin befindet und es... Wow. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube vielleicht ja oder auch nicht. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Oha, was ist das denn jetzt? Okay, das sieht aus wie eine so eine Sternenmaschine, irgendwas so mit Planeten und sowas. So sieht das jetzt hier aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie man das nennt. Ja, ich mache ab hier erstmal ein Folgenpäuschen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich gucke jetzt hier nochmal. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann um dieses Prachtstück hier kümmern. Und ja, ich verabschiede mich erstmal von hier und bis zum nächsten Mal. Tschüss.